Hallo und herzlich willkommen bei Folge 8, glaube ich, von Darkest Dungeon 2. Wir machen weiter und starten heute rein in den dritten Akt des Spiels, nachdem wir beim letzten Mal den Boss vom zweiten gelegt haben im ersten Versuch. Und ja, wenn ich mich nicht ganz vertue, also ich gehe ganz stark davon aus, dass die fünf Kapitel sind, die fünf Phasen der Trauer, dann müsste jetzt Verhandeln oder so kommen, Bargen, irgendwie so. Dann kommen noch Depression und Akzeptanz. Schauen wir mal, ob dem so ist. The seat of your denial, perched precariously in the murky gloaming. Obsession. Das würde nicht ganz passen, oder? Ah, vielleicht. Aber Leugnung, Groll passt ja eigentlich. Ach, guck mal, spannend. Ich kann 1 und 2 jetzt nicht mehr andrücken. Ich muss ab jetzt 3 machen. Oh, das ist ja spannend. Ich muss ab jetzt 3 machen. Das ist eine Änderung. Vorher konnte man... Ich mache die Kamera wieder hier in die Mitte. Vorher konnte man immer noch das Vorher anwählen. Jetzt kann ich 1 und 2 nicht anwählen. Ich muss 3 nehmen. Spannend. Mania and misery. Passt ja aber zu Obsession. Ne? Oh, spannend. We set out immediately into the kaleidoscopic wilds of the countryside, and by sundown reached the remote manor whose whereabouts formed the sole contents of that cryptic invitation. At the behest of our charismatic host, we feasted beneath a banner of the Iron Crown. Questioned exhaustively by an eager cabal of masked delegates. The crossroads were lost. So, jetzt ist die große Frage. Bleiben wir bei dem Team, was wir vorher hatten. Also ich würde ihn gern weiter leveln. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Ich würde ihn ja weiter leveln, auch wenn... Ich überlege auch gerade, ob es auch eine krasse Kombi wäre, die beiden nach vorne zu packen. Und dann ihn eventuell an dritte Position. Wobei er halt an dritter Position nicht ganz so krass ist. Weil ein zweiter kann er halt diese schöne Kombi hier machen, mit nach vorne und wieder zurück. Allerdings könnte auch an dritter Position stehen. Da macht er sich sogar... Also wir probieren das mal so aus. Dann machen wir den Highwayman nach hier. Harrod, a fugitive seeking to outpace the past. Tja, und jetzt ist die Frage. Aber ich weiß nicht, ob das zu wenig Heilung ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das zu wenig Heilung ist, wenn wir jetzt hier nur die Pestdoktor... Also er kann heilen und sie kann heilen. Indiscriminate science stains the surgeon's hands. Und ich überlege tatsächlich doch, ob wir die ungezügelte Wissenschaft mal reinnehmen. Weil gerade bei unserem Highwayman kann die halt doch schon ultra stark sein, ne? Weil es heilt 10% und 10% pro Stärkungstoken. Es entfernt zwar auch alle, aber ich kann quasi, wenn ich dann Take Aim mache mit ihm und dann heile ich einfach, kann ich 50% auf einen Schlag heilen. Das ist schon ziemlich gut. Ich glaube, wir probieren das mal. Dann Giftschlag, Gefechtsmedizin, Seuchengranate und das. Ja, Todesursache wäre halt auch gut, aber der hier, der Knall ist natürlich auch gut, wenn... Wenn ich das richtig verstehe, geben wir ihm dann das Token drauf. Wir probieren das mal so. So, dann ihn lassen wir so. Ich glaube, Ertragen nehmen wir raus. Es kann halt in ganz gesonderten Situationen mal gut sein. Das Problem ist halt, wenn er Stress bekommt, ist das halt sehr ungünstig. Nehmen Säuregen einfach mal rein, testweise. So, hier.
Genau, Hinterlist schwächt den Gegner, das ist sehr, sehr gut. Wir können nach vorne, um uns das zu geben. Wir haben den Schuss, wir haben den Nahkampf, wir haben Take Aim. Ich denke, das ist eine ganz gute Kombo. Und dann ihn nach vorne. Das nehmen wir raus, das machen wir rein. Das kann, glaube ich, teilweise ganz gut sein. Oh, damit können wir auch Crits entfernen und machen den Gegner langsamer. Das ist schon nicht schlecht. Und es geht auf alle. Wir probieren das einfach mal. Okay, let's try. Kann sein, dass das total die schlechte Kombi ist. So, den würfen wir aus. Kurzmann ist das. So, er bleibt Haberkorn. Hier, Gildersleeve. Und sie bleibt auch gleich, weil sie ist eine Wiederkehrerin. Allerdings ohne Boni. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, wir müssen Akt 3 machen ab jetzt. Das sind wieder 4 Regionen. Okay. Ich bin gespannt. Was wir hier jetzt so machen. Ah, Moment. Eine Sache können wir mal direkt machen. Wir haben ja eine ganze Menge Zeug freigeschaltet. So, was haben wir denn hier alles? Den können wir eigentlich glatt mal reinnehmen. Das kann nicht schaden. Donnerknallgranate. Stellt feindliche Gruppe um und hat eine Chance auf Betäuben. Krähenfüße macht Blutung. Die brauchen wir beide schon mal nicht, würde ich behaupten. Brauchen wir Einblutung? Glaube ich. Weil ich habe jetzt nämlich leider ein bisschen viel tatsächlich gleich auf einen Schlag. So, was haben wir hier? Erhalt bei Lippen Trefferziel mit. Ah Mann, also ich muss nach wie vor sagen, die Beschreibungen sind echt scheiße. Erhalt bei erlittenem Treffer, Ziel mit Betäubung, Heil 2. So, aber ich würde sagen, das hier nehmen wir rein. Wenn wir Gift oder so widerstehen, kriegen wir das. Und dann gucken wir, dass wir das noch buffen. Das hier kann weg, würde ich behaupten. Das ralle ich halt nicht. Also wenn wir wieder stehen halt. Wir können es erstmal reinmachen. Ah, 33% Chance, dass jemand schneller wird. Und eine 10% Chance, dass ich langsamer. Nee, und ich werde langsam, habe eine 10% Chance genommen zu werden. Nee. Blind beim Verfehlen. Nee. So, also. Wie ihr seht, viel Nützliches aus meiner Sicht war nicht dabei. Kann natürlich auch totaler Mumpitz sein. Kann auch sein, dass da übelst der geile Scheiß noch nicht ist und ich reiz einfach nur nicht. Ne? Auch immer möglich. Okay. Ich entschuldige mich übrigens, falls ich immer mal huste und ab und zu mal eine Tablette lutsche. Mein Hals ist ein bisschen angegriffen, aber ich hatte jetzt einfach trotzdem sehr viel Bock. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. So. Dann gehen wir auf den Verteidiger. Wir machen den Fechtschritt nach vorne. Ja, direkt grauen, super. Machen wir bestrafen. Okay, sehr schön. Hätte ich euch auch noch aufsparen können sogar. So.
Ja, dürfte dann down sein gleich. Wir hauen hier einfach drauf. Ah, ich hätte ihn heilen können, aber das wäre schlau gewesen. Aber sehr gut. Das klappt. So, dann ballern wir hier hinten weg. Und hauen wir drauf. Und das war's. So, wie viele Meisterschaftspunkte kriegen wir? Das ist jetzt die Frage. Wieder zwei. Okay. Okay, okay. Zwei. Ah, bitter. Push on to the inn. Rest and resupply awaits. Finde ich aber ganz geil. Weil es wirklich so, du freust dich bei jedem Meisterschaftspunkt, den du bekommst. Und das ist halt durch taktische Entscheidungen. So, wir haben jede Menge Ressourcen durch unsere Upgrades bekommen. There are yet places such as this, where a little light still gathers. So, was haben wir denn hier alles? Würde sagen, das heben wir noch auf. Für später. Hat jemand eine Krankheit? Ach du Scheiße. Ach, logisch. Ach, weil die, ja. Weil die ihre Quirks mitnimmt. Oh, logisch, logisch, logisch. Okay. Verstehe. Was man natürlich aber auch nutzen kann, wenn man zum Lazarett kommt. So, was ich jetzt mal sagen würde ist, wir machen ihn mal schneller. So. Nicht. Wundert euch nicht, dass ich jetzt gerade so viel hier reinhaue. Ich werde jetzt nämlich nur die mächtigsten Gegenstände für später behalten. Weil wir sind halt schon relativ voll, ne? So. Okay, welche zwei Skills wollen wir buffen? Improve. Ich würde tendieren zu Ziel anvisieren. Oh, der Buff ist das, dass auch Schwächungstokens heilen. Holy fuck. Okay, das ist krass. Das ist krass. Hm, jetzt ist halt die große Frage, wollen wir erstmal komplett ihn? Okay, das ist natürlich ein krasses Upgrade. Nicht nur jedes Stärkungstoken heilt mehr, sondern auch Schwächungstokens. Okay, das ist heftig. Gut, dass wir es mal ausprobiert haben. Wir könnten auch überlegen, den verwirrenden Knall zu boosten, damit er sich selber heilen kann. Ich glaube, das probieren wir gerade. Ich hoffe, ich verstehe das jetzt gerade nicht falsch. Oder ist das... Weil das wäre ja unlogisch. Also, weil wenn das Ding ist,
normalerweise umstellen, benommen und Schaden runter. Dann wäre es ja unlogisch, wenn das Token, wenn das nur beim Token wäre. Wir machen das mal so. Wir probieren mal. Wir sind im neuen Akt, wir sind jetzt wieder in der Rumprobierphase. Precious relics remind us of a time before the end. So, was haben wir denn hier alles noch? Welche Wege haben wir denn? Fötor und Schweig, das heißt, das bringt uns jetzt gerade nichts. Vor jedem Ort Chance Fallen zu erhalten. Hm. So, also das hier auf jeden Fall. Zack. Also, bei jedem betretener Region plus 1 Räder und plus 2 Räder. So. Stapel für Kerzen der Hoffnung werden um 4 pro Stapel erhöht. 33% Chance auf Kerzen der Hoffnung bei Dings, das ist gut. Also bei jedem Ort haben wir die Chance, dass wir Kerzen der Hoffnung bekommen. So. Panzerechsenjunges. Erhalt bei Todesstoß. Leichnam heilt um 30%. Macht Schutz und Crit. Heilung ist Fähigkeit, ein pro Ausrüstung Gegenstand. Zufälliger Halt heilt nach jedem Ort um 10%. Ist halt auch ganz gut. Ich weiß halt nicht genau, wie das hier gemeint ist. Ob das heißt, wenn ich eine Leiche kille, kriege ich 30% Leben? Wir probieren es einfach mal aus. So. Wir wollen Whiskys haben. Gleichbeziehungen boosten. Und das Windspiel nehmen wir auch mit. Zufälliger Held heilt nach jedem Ort Stress. Nehmen wir auch mit. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Hier muss ja eigentlich auch noch was kommen, ne? Weil hier ist die strahlende Flamme 1. So. Ich hatte ihn aber auch schon mal auf Stufe 2. Wahrscheinlich ist es einfach Zufall. So, wir müssen uns merken, dass wir das hier für die Gosse haben. So, okay. Wir können sie einfach mal reinnehmen und dann gucken wir mal. Oder wir machen, dass Krankheiten entfernt werden im Zweifel. Reconfigure. So. Meet each challenge on its own terms. So, ich finde es wichtig, dass er hier gute Beziehungen hat. So, wir nehmen auf jeden Fall das Anti-Stress-Zeug wieder mit. 4 Stück. Also Fackel ist auch schon ziemlich leer, nehmen wir auch mit. Und hier machen wir sie langsamer, aber sie kriegen Minusstress. Kann ich fragen, ob man es schon mal kauft, sicherheitshalber. Ich glaube ja. So. Oh nein, man kann immer nur... Ah, das ist ein Einserstapel, das habe ich nicht gesehen. Hat denn jemand Stress? Nein. Schade, das war unsmart, aber dann haben wir es schon mal, haben schon mal Anti-Stress-Zeug. So, okay. Was haben wir denn hier? Heilkünste, Ortserkundung, Lazarette und es gibt mehr. Kämpfe höchstens 6-mal auf der Straße, dann kriegen wir eine Truhe. Stab für Relikt und Schmuckstücke werden um 12 erhöht, das ist ganz gut. Und hier, meide den Horter. 10% Chance auf Nervenzusammenbruch. Aber ja nur, wenn wir so weit kommen, oder? Das Accessoire ist ziemlich gut. Ich glaube, wir probieren. Obwohl, Lazarette wären halt auch gut. Weil ich habe hier schon so den einen oder anderen Tick, den ich gerne weg hätte. Aber ich glaube, das ist besser. Okay, den Horter meiden. The barnacled timbers of the coastal villages are sodden with salt and secrets. Schauen wir mal. So, jetzt ist halt die Frage, bleiben wir bei den Horten, die wir kennen, oder gucken wir uns das einfach andere mal an? Guck mal, da haben wir jetzt schon mal gratis eine
Kerze bekommen. Propriety floats listless on the tide. Brined in noxious degradation. So. Da. Oh, das erste ist direkt der Monsterhort. Okay. Ja, das will ich ungern. Wir können ja mal Wachturm. Dann nehmen wir die Invasoren. Dann kommt eine Oase. Dann meinen wir, dann gehen wir hier lang. Kriegen einen Heldenschrein. Und dann können wir da gucken. Hier wäre das Lazarett, aber das können wir halt nicht mehr mit dem Horter meiden. Ja, also unser Pfad führt uns links herum. So, das ist ein Kampf. Wer uns hier sofort steht. Pillaging Brigands. Enriching themselves as the world collapses. Ich glaube tatsächlich, dass Take Aim am Anfang doch besser ist. Hold fast. Boah, allein, dass sie Stress bekommt jedes Mal, wenn ein Bandit sie angreift, ist halt schon scheiße, ne? Au. Oh, das geht ja super gut los hier. Schubsen wir ihn mal direkt. Dann ist das dumm, fällt mir gerade auf, aber egal. 3, dann machen wir noch einmal, damit der stirbt. The fiend's strength dwindles. Er ist benommen, super. Wir sind betäubt. Läuft! Auf sie zu schießen, sie kriegt dadurch Stress. So, sie kann sich gleich selber heilen. Oh. Heilen wir hier einmal. Der ist down. Warte mal, ich will mal was. Ah, Tatsache, wenn ich die Leiche kille, heile ich mich. Aber nur wenn ich sie kille. Okay. Aber das ist ja spannend. Mal zögern, weil das heißt, ich mache gerade noch einen Moment raus. Dann soll er mal hier killen. Tatsache. Okay, und kriegt Blocken und kriegt. Okay. Das ist mighty powerful.
petty hindrance. Warum hat er gerade Schaden bekommen? Scavenge what you can. Hm. And be off once more. Ah, Mann, der hat Schaden bekommen. Er hat hemorrhagisches Fieber. Ich habe ja bei jedem Ort eine 10% Chance, dass es heilt. Okay. Nicht der coolste Weg aller Zeiten, den wir hier haben. Weil wir meine Gruppe irgendwie gerade nicht harmoniert miteinander. So viel kann man festhalten. Ach, hier ist eine Harmonie da. Sehr schön. Echoes of humanity, twisted by hopelessness. Sehr kampflastiger Weg, den wir hier haben. Einmal gucken. Er macht damit alle langsamer, oder? Ja. Okay. Und passend dazu verfehlen wir erstmal. Er macht sich mit jedem Schlag 5 Schaden. Sehe ich das richtig? Das war doch vorher nicht so. Da habe ich es einfach immer übersehen. Was sein kann, weil er einfach so damn viel Leben hatte in meinem letzten Run. Den kann er nur von der... Achso, ja, da ist er normalerweise. Nee, ist er nicht. Ha. Er macht sich tatsächlich Schaden damit. Das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt gerade erfahren. Na gut. Ja, der hatte ja 90 Leben oder so bei mir beim letzten Mal. Damit habe ich das wahrscheinlich... nicht realisiert. Ausgewichen. Oh, es ist wieder stressfrei. Ich weiß nicht genau warum, aber ich beschwere mich nicht. Okay, eine Leiche auflösen zählt leider nicht als Dings. So, warte mal, jetzt probieren wir mal was. Wir sind nämlich unter 50%. Wir machen Take Aim. Und jetzt können wir nämlich ungezügelte Wissenschaften heilen 25. Okay, das ist damn strong. Das habe ich übelst unterschätzt, den Skill. Das ist ja damn strong. Das ist ja damn strong. Scavenge what you can and be off once more. Okay, okay, okay. So, wir haben bisher Kampf, Kampf und Kampf. Dann kommt ein Kampf und dann kommt eine Oase. So. Endlich wieder Blut vergießen, schnelles Weg. So, da haben wir schon mal eine 13 auf der Beziehungsskala, das ist doch schon mal ganz gut. So, wir müssen den hier glaube ich schnell rauskriegen.
Weil er verwandelt sich, wie wir festgestellt haben. Können aber auch erstmal alle langsamer machen. Ja, wir müssen auf ihn auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben drauf bekommen. So, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Ach, guck mal. So, ihn können wir ein bisschen heilen durch die Kombo. Da kommt die kritische Riposte, sehr schön. Den haben wir auch rausgenommen. Zack. The Leviathan's breath thickens the air. Nee, lass mal. Dann haben wir hier drauf. Das läuft bisher ganz gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Meisterschaftspunkt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, und nach dem Kampf kommt ein Kampf. A sanctum of tranquility awaits. Ach, ich habe vergessen, dass er crittet, das war unnötig. Das war unnötig. Dahinter machen können. So, wir springen gleich mit Dings zurück. Wir hauen hier schon mal drauf. Da. Einmal Todesstoß, zweimal Todesstoß. Ach, ich hab's ja gar nicht gebufft, ich hab's doch gar nicht gebufft. Ich hab doch die Heilung gebufft. Aus. So, dann Oase. Unterwegs werden wir unseren Durst stillen. Okay, cool. Ich habe nur negative Optionen.
Na, dann nehmen wir das, wo wir noch Flamme bekommen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Aber geil, wenn man nur Negativoptionen zur Auswahl bekommt. Okay, wir haben aber auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Stress-Heal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Warte. Wir wollen die Invasion. A rare opportunity. Let us advance unimpeded. These slovenly creatures worship the sea. Let us return them to it. Mann. Okay, wir machen mal das, um die ein bisschen zu kitten hier. Heißt das jetzt, dass wir blind sind oder dass die Gegner blind sind? Denke mal sie, oder? Let's try. Sie, okay. Bewegungsgeschwindigkeit. There is beauty in our imperfections. Ah ne. Das sieht man nicht. Ja, schon mal raus sein. Ja, dass sie langsamer machen hilft auf jeden Fall. So, dann durften sich zwei auf jeden Fall schon mal nicht umwandeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen Stress heilen. Wir müssen Stress heilen. Ein Blutung, aber das ist okay. Ah, hat er wieder standen, sehr schön. So, machen wir einmal Zuspruch. Dann... heilen wir ihn einmal. Und heilen nochmal Stress. Und heilen hier hoch. Das war jetzt komplett die Runde, aber wir haben uns wieder auf eine gute Stufe gebracht. Warum haben wir nur noch 26 Gesamtleben? War noch eben mehr. Ja, wollt ihr mich verarschen? So, der ist benommen. Natürlich widersteht er, was auch sonst. Nehmen wir das mal raus. Sehr schön, die Reihenfolge gefällt mir.
Machen wir nicht Take Aim. Dann machen wir Schweren. Und dann machen wir ungezügelte Wissenschaft. A calculated generosity. Bam. What a welcome one nonetheless. Ja, heilt sich auch, sehr schön. So. A lesson taught is a lesson learned. So sieht das aus, Herr Sprecher. So sieht das aus. Sweet reprieve. Until the next test is put before you. The loathing whispers. Okay, okay. Oh, jetzt gehen einmal die Räder kaputt, das ist aber okay. So, Heldenschrein. Tja, wollen wir Kurzmann machen oder wollen wir Gildersleeve machen? Ich tendiere eigentlich dazu, erstmal ihn weiterzumachen. Schlagfertigkeit an der Spitze Zunge waren auf dem Schlachtfeld bedeutungslos. Chapter 2. A Leader of Men. Ein großer Anführer. Behold the conquering general, marching his men to victory. Oh, was habe ich denn hier für schwache Leute? Was ist da los? Joa. Angriff. Man selber geht vorwärts, kriegt Angriff, strategischer Angriff zu. So, nee. Irgendwie nicht funktioniert. Hä? Ich bin verwirrt. Was ist ein Angriff, ein widersprüchlicher Befehl? Nee, man kann es nicht auf sich selber machen. Hä? Okay, also was sie jetzt damit sagen wollen ist, weil die Story von ihm ist ja, er hat sich im Prinzip auf den Generalposten gemogelt, ne? Was jetzt gerade verkaufen ist, seine Befehle sind halt so schlecht, dass die alle versagen. Also muss ich den Kampf verlieren? Muss ich als Stress zusammenbrechen? Ich habe nicht das Gefühl, dass man ihn gewinnen kann, ehrlich gesagt. Und alles, was ich machen kann, ist meine Leute debuffen. Ich weiß nicht. Okay. A massacre. A complete and total failure of command. Standhaft bleiben. Also kriegt selber zwei Verteidigungen und zum Zugbeginn dreimal auf. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das geben wir ihm direkt. Das heißt, ich kann mir theoretisch fünfmal Defense geben, ja? Aber was nehmen wir raus dafür? Das ist die Frage. Bollwerk brauchen wir halt nicht zwingend, weil wir...
denke dann eher so. Ne, weil klar, es ist gut, den Gegner zurückwerfen zu können. So, ich glaube, wir wollen nicht die Abscheu, sondern wir wollen rechts. Aber unser Halsabschneider kann sich theoretisch auch selber wieder zurücksetzen. Von daher. So that others may flee. Sehr kampflastige Fahrt, die wir haben. To arms, though it brings no satisfaction. Was soll das denn wohl sein? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es wird gut sein. Ja, also hier Atze Peng mag wieder keinen, unser Beschützer. Rüstige Feinde, das stimmt. Machen wir also Blindheit erstmal weg. Doch, er ist doch gebufft. Warte mal. Warum ist er denn immer nur benommen? Ach, also es ist doch so. Nur wenn das Token drauf ist. Das ist aber... Ja, also wieder, die Beschreibungen sind... Naja. Credit. So, dreimal blocken. Das ist leicht eher. Gift bleibt aber drauf, okay. Schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Malaise measured and steady. Also ist bei mir. Well done. Noch nicht heilungsbereit, schade. Dann ebenso. The past is gone. Let it die. Let it die. So, der nächste Kampf. Pillaging brigands, enriching themselves as the world collapses.
Hey, Schuft. Das machen wir langsamer. Okay, zwei machen wir langsamer. Einer da gut. Das ist auch gleich gut. Dann heilen wir hier einfach die Blutung, würde ich sagen. This wound at least has been tended to. Die Animationen sind so toll in dem Game. Allein wie der seinen Morgenstern über den Boden schleift, ne? Keine Buffs, leider. Dann ist die stärker. So, das war eine sehr kampflastige Runde. No unpleasant in the extreme. This work is noble and necessary. Das ist ziemlich gut. Widerstand gegen Stress und gegen Todesverachtung. Schwelle des Todes. Und dafür ein bisschen leichter zu schwächen. Das machen wir. Ich würde sagen, das geben wir. Mir ist halt eigentlich ziemlich wichtig, dass er nicht gestresst wird. Aber das geben wir ihm. So. Jetzt kommt das Bollwerk schon. Was heißt schon? Wir sind schon wieder 53 Minuten in der Folge. Let's go. Also sag mal so, was mich ein bisschen irritiert ist, bisher ist jetzt noch nicht groß was gekommen, was jetzt diesen dritten Run vom zweiten Run unterscheidet. Das irritiert mich ein bisschen. Warte. Der konnte auch heilen. Natürlich weicht er aus. Ach, guck mal. Die kriegen neue Skills, je weiter man ist. Da ist ein Unterschied. Altar der Obsession. The slow suffering begins. Sich gleich heilen. Sicherheitshalber schützen wir ihn. Wir machen den Fechtschritt nach vorne. Warum auch immer er das nur auf den ersten jetzt kann. Hä? Okay, na egal. Verwirrt mich. Ah, das war ein verschwendeter Crit. So, jetzt können wir Geschenk der Peitsche machen. Findet's gut. Hier vorne schön das Gift drauf. So, sie sollte sterben.
Oder machen wir schon mal Hindernis? Obwohl, nee, die haben ja gerade. Nee, wir machen so. Natürlich hat sie noch einen Lebenspunkt. Natürlich. Hier heilen wir gleich. Wir machen erstmal hier. Nee, warte mal, er soll sich erstmal heilen. Das ist okay. So, jetzt machen wir hier. Ah, vielleicht habe ich ein bisschen überspekuliert. Ah, wir hoffen aufs Beste. Wir hoffen aufs Beste. Muss klappen. Sehr schön. So, wir brauchen hier einfach das Gift hoch. Und jetzt kommt unzügige Wissenschaft. Mal gucken, genau. Heilt 14. Sehr schön. Impeccably timed. So, dann machen wir das Kampfgebrüll. Kritische Heilung, sehr schön. Jetzt auch nochmal. So. Standen. Warum kann ich den jetzt nicht angreifen? Ach, das ist wahrscheinlich auch irgendein Ding von dem Run, ne? Das war jetzt schon mehrmals. Das ist wahrscheinlich irgendein Ding von dem Run hier, dass ich manchmal bestimmte Gegner angreifen muss. Obsession und so. Das ist meine einzige Erklärung.
muss den angreifen. Ach, weil er Spott hat. Schon gut. Meine Frage war dumm. Mistimed. Misdirected. Och, warum widersteht er denn? Unnötig. A slow dissection. An unavoidable end. A breakthrough. Den Kampf habe ich sehr viel länger gemacht, als er sein musste. Sagen wir es, wie es ist. So, der müsste jetzt gleich automatisch tot sein. Och, ist das nervig. Ja, machen wir Take Aim. Aber ich muss ihn einfach nicht mehr angreifen. Das ist halt Quatsch. Okay. Messy, but effective. Den Kampf habe ich unnötig ausgedehnt. Nehmen wir die Heilung mit, kann er nicht schaden. This road cannot be walked alone. Mann, 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 das war eine schnelle Geburt. Oh, in der Stadt im Feuer. Langsamer dafür mehr Schaden. Das ist eine Überlegung. Allerdings ist es halt schon, ne? Drei langsamer. Den man eigentlich auch nicht unbedingt nehmen, ne? Überlege ich mir noch. Überlege ich mir noch. Stress-Item. Sehr gut.
Ich bin grad, also ich bin gespannt, ob noch was kommt, aber ich bin gerade sehr überrascht, wie gleich dieser Land ist. Unglücksbringerin. Anwendung auf Angreifer, 25% Blindheit, Angriff. Was heißt denn Anwendung? Wie wende ich denn einen Statuswert an? Oder einfach generell? Dickes Blut, Widerstand gegen Gift, okay. Zart beseitet, weniger Leben und Chance auf. Boah. Wieder. Das ist ein sehr nerviger. Weniger Leben, mehr Chance auf Nervenzusammenbruch und bei erlittenem Schaden die Chance blind zu werden. Unlistig. Ist schneller und kann eventuell unsichtbar sein. Ha! Unser Tank. Sehr gut. Ja, wow. So, sehr schön. Das machen wir mal direkt. So, also er kriegt mehr Heilung durch Fähigkeiten. Dann würde ich sagen, das geben wir gerade mal ihm. Weil er muss ja tanken am meisten. So, dann machen wir einmal so. Und sie mögen sich jetzt mehr. Dann machen wir einmal so. Sind zwar langsamer, das ist natürlich nicht so schön, aber. Gut, so, wir haben drei Whiskys. Sehr, sehr schön. Something to ease the rigors of the road. So, wir haben. Also die beiden müssen auf jeden Fall noch. So, bringen wir das hier mal auf neutral, würde ich sagen. Können natürlich jetzt hier all in gehen und das nochmal eins höher bringen. Aber das probieren wir mal. So, 17. Welche Guten haben wir? The provinces and camp tribes of our das land. Dicke, ja, Mann. And undone. Oh, das will ich nicht. Boah, ist ja beides scheiße. Ist ja beides scheiße. Hier soll ich keine Ausrüstung an der Kutsche haben. Ist halt auch nur für 4 Kerzen, ne? Im Prinzip brauche ich es nicht zwingend. Dafür kriegen wir generell mehr Kerzen, generell. Ich glaube, dann nehmen wir das Giftgebiet und Pfeifen drauf. Auf die Quest. So. Practice. Improve. Jetzt. Gegner noch langsamer machen, wäre natürlich nice schon mal. Hinterlist gebufft ist auch sehr gut. Fechtschritt gebufft ist auch sehr gut. Fechtschritt nehmen wir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, seine beiden Heilungen hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt, glatt. Oder das hier. Ich glaube, dass das schon ziemlich krass ist. Minus 5 Bewegungsgeschwindigkeit. Dann kommen die halt viel seltener dran. Ich glaube schon, dass es gut ist. Dann machen wir das Kampfgebrüll. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. The roads are rife with peril. A little protection is always welcome. Ich kaufe das hier schon mal. Oh, das wäre gut. Das wäre gut. Wahrscheinlich sind Pfannkuchen voll krass, ne? Weil es so viel kostet. Aber wir nehmen das mit. Und die Brote nehmen wir mal auch mit. Und die Heilseile. So.
So, jetzt ist die große Frage. Wir hätten zwei, die hinteren Reihen angreifen können, theoretisch. Ob wir hier den Horde-Boss machen wollen oder nicht. So, ich glaube, die Flamme brauchen wir nicht zwingend, wenn wir das an die Kutsche ranmachen. So, wir nehmen das hier raus und packen die Fackel dafür rein. So. Reconfigure. Meet each challenge on its own terms. Tja, ist die Frage, sparen wir das jetzt auf oder lassen wir das ganz sein? Ich habe minus 3 Bewegungsgeschwindigkeit, ist mir zu krass. Ja, ich glaube, so probieren wir es. Ja, dann würde ich sagen, wir pfeifen hier auf die Belohnung. Und nehmen das, weil, boah, 100% gefährliche Strecken, finde ich, es war böse beim letzten Mal. Mud and rain, resignation and death. This land is truly. Ich weiß, das Problem ist, ich weiß bei dem Boss nicht, ob Giftangriffe überhaupt funktionieren oder nicht. Auf das hintere. Aber sie machen ja auch Schaden. Na gut, gucken wir mal. Of course. Fechtschritt macht ihm Stress. Und Kampfgebrüll. Och du Scheiße. Tried and tested. A bond to be counted on. Yay. Vorsorge, was ich drin habe, macht seinen Angriff hoch. Geschenk der Peitsche macht seinen Angriff hoch. Das hätte besser laufen können. Ach komm, ey, auch noch der Move, den ich. Beide Moves, die ich gebufft habe. Beide Essence sehr wichtig für meine Kämpfe. Machen jeweils einen Stress hoch. Geil. So. Okay. Das ist schon mal doof, wenn ich zum Helden schreien will, müsste ich einmal hier rüberfahren. Das Akademikers. Wir könnten auch, das wäre auch nochmal eine Heldenquest, die beiden mitzunehmen. Aber dann würden wir halt komplett die Heldenschreine ignorieren. Was mir, glaube ich, wichtiger ist, tatsächlich. Da ist der Hort. Dann könnten wir dann nicht mehr hin. Wenn das mal, dann müssen wir ihn in der dritten Runde machen. Oder wir machen Mitte. Nein, wir müssten da lang. Okay. Das heißt, wir müssten einmal Räder nehmen. Wachturm. Heldenschrein. Kammer des Akademikers. Fragezeichen. Kammer des Akademikers. Dann wäre das zweite Mal die Räder kaputt, was aber nicht so schlimm wäre. Ich habe es vergessen. Ist schon ziemlich heftig, der Weg. Aber ich will mal probieren, ob das funktioniert. Also wir fahren rechts rum. Dann nehmen wir vor allem auch gleich noch ein Dings mit. Ein. Was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwas. Ach Gott. Mein Kopf ist schon wieder durch, Freude. Everywhere. In all directions. Destruction has claimed dominion. Das ist unsere Geschwindigkeit gebufft. Ey, das ist richtig scheiße. Ja, wollen wir jetzt den Heldenschrein oder wollen wir jetzt doch den Heldenschrein, dann die Kammer, dann hier rüber, dann da, ne? Ja. Okay.
A simple choice. Will keiner? Super. Oh, das ist ja richtig beschissen. Das ist ja richtig, richtig beschissen jetzt. And reconcile. Ey, wirklich die zwei Moves, die ich gebufft habe extra. Das fuckt mich gerade richtig ab. So, dann ist der in zwei Runden tot. Automatisch, um den müssen wir uns also nicht mehr kümmern. Und um den auch nicht mehr. Respekt! On to the next. The smallest variable can make all the difference. In this world, wealth is worthless without purpose. Das muss ich wieder ein bisschen auf mein Inventar achten. Okay, noch geht's. Man könnte jetzt mal kurz mal, also bei dem Tank auch überlegen, bei dem Waffenknecht, ob man doch dieses Provozieren wieder reinnimmt. Damit er dann eben die ganze Zeit Defense bekommt und eher blocken kann. So, dann machen wir ihm erstmal weiter. Aber ihr müsst euch mal reinfahren, ja? Es sind 12 Helden. Ich mache jetzt gerade den dritten voll. Also bin jetzt bei 2,5 Helden, die ich voll habe. Und ich spiele seit über 15 Stunden. Das ist schon ziemlich insane. Every night, the men of his regiment would interrupt his fitful convalescence. Mutilated and maimed, the spectral garrison clawed at his bed covers, whispering hateful truths in his ears. The exhausted attendants in the field hospital would wake to the sound of panicked screaming and inglorious sobs. It was not the war. Ach, jetzt ist da meine Kamera wieder drüber, ne? Das ist ja ätzend. It was pride. So, er selbst kriegt 2 Riposten und Spott 2-mal. Ah. Und man kann ihn ja richtig zur Tankmaschine machen. Aber wir probieren es mal so rum. Weil Sport macht ja quasi fast dasselbe. Er muss angegriffen werden, wenn es geht. Und was war mit Vergeltung? Okay, so. Jetzt wollen wir zur Akademikerkammer, dann hier rüber, dann zur zweiten und dann zur Ase und dann zum Hort. Ja.
see the debris ahead? That is where they'll make their move. Widerstand gegen Betäubung, na, das ist okay. So, jetzt machen wir hier. Nämlich standhaft bleiben. Das machen wir hier drauf. So, dann kritten wir dem hier ins Gesicht rein. Zack. Jetzt machen wir Vergeltung. Das heißt, hat er nicht Defense, er und macht Gegenschläge und muss angegriffen werden. Das ist ziemlich gut, würde ich behaupten. Ja klar, ich meine, es schützt natürlich nicht gegen alles, aber wir müssen uns halt für Moves entscheiden. Geht ja nicht anders. The enemy weakens and wanes. Deliberate and methodical appliance of harm. Ja, stopp gleich so, dann machen wir das gefolgt. Machen wir hier noch einmal so und wir machen einmal Zuspruch. So. Und schießen. An inkling of potency still lingers in some of these well-worn relics. So. Jetzt zur Kammer. Glocken, ich höre Glocken, wenn ich das ansehe. Seltsam mit Autogerät und schön scharf. Er ist jetzt fromm. Toll. So, jetzt werden wir einmal unsere Panzerung einmal kaputt gemacht. They revel in debauchery, debasing themselves in the face of the end. Alle Informationen. Ach, guck mal, jetzt mögen sie sich schon wieder. Das weiß ich auch noch nicht, wie ich das finde, dass das so reset. Also einerseits ist es gut, dass die Beziehungen resettet werden können zwischen den Gasthäusern. Auf der anderen Seite ergibt es halt auch wirklich wenig Sinn, dass die verliebt sein können ineinander und beim nächsten Gasthof sagen sie dann wieder, joa, passt, ne? Vorbei. So. Wir machen standhaft bleiben. Wir hauen da drauf.
ganzen solchen Granaten. Agony by accumulation. Das eine Mal ist es mir wert. Excellent work. Vergeltung wollen wir jetzt eigentlich gar nicht. Let us hope to finish. Sollen ja möglichst ihn angreifen. Machen sie aber nicht. Aber nicht so wild. Er hat zwar Schutz, aber trotzdem tritten wir ihm ins Gesicht. Immerhin noch 9. Jetzt hat er nämlich das Token. Und dann kann er sich dadurch heilen. Was gut ist. Er heilt sich gleich noch ein bisschen selber. Schmeißt wieder die Seuchengranate rein. So, wer macht Geschenk der Peitsche? Wir ballern hier drauf. Na, so. Damit ist das schon mal durch. Hier ist die Seuchengranate. Ich vergesse es immer wieder, dass sie ja nicht automatisch tot sind. Dann eben jetzt. So. Greater threats await those who dare. The loathing whispers. So, jetzt wollen wir wieder zur Kammer. Wir wollten auch 3, das heißt 3 für den Stress geheilt, das ist sehr schön. Oh fuck, das habe ich nicht gesehen. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht gesehen, dass hier zweimal Gefahr mitkommt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen einen Kutschenkampf machen. Da habe ich nicht aufgepasst. Habe ich nicht aufgepasst. This on-camp study evokes a feeling of the familiar, does it not? Yay, wir haben wieder nur negative Effekte. Wow. Flamme minus 15 und negativer Quirk. Oder wir gehen einfach. Na, dann gehen wir einfach. Und negativer Quirk. Untergangsprophetin. Sehr schön. So, wir haben sein Heldenziel abgeschlossen. Haben wir nochmal eine Kerze bekommen. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Aber ich will den Hort eigentlich probieren. Das ist natürlich sehr, sehr lustig jetzt. Ich weiß ja nicht, ob die Gruppe dafür gut geeignet ist, aber wir probieren es einfach mal aus. Ah
Alter, was geht denn jetzt gerade? Warum kriege ich denn nur negative Effekte jetzt hier? Was soll das? So ein Bockmist, ey. So, wir wollen zum Rot. Das würde jetzt ja hoffentlich nicht hier kommen mit der Kutsche, oder? So, let's see. Of course, hat jetzt einen Effekt. Elite-Feinde. Na klar. Cool. 20% mehr Leben, 20% mehr Schaden und schneller. Gut. Läuft. So, ich würde sagen, auch das nehmen wir jetzt einmal in Kauf. Ich weiß nicht, ob die Elite-Verletzte hier immer sind. Oder nur in dieser Runde. This is no time to falter. So, dann nehmen wir das hier auch einmal in Kauf. Das Gute ist, dass er durch seine Autokrits auch die ganze Zeit Stress heilt. Erstmal buffen wir uns hoch. Alter. Ja, geht halt nur auf ihn. Alles klar. Stell euch mal vor, ich hätte die nicht langsamer gemacht. So, dann treten wir ihm ins Gesicht rein. Todesstoß und heilen uns. Er macht Geschenk der Peitsche bei ihm. Sich zu heilen. Du heilst dich selber. Stärker. 16er Crit, sehr schön. Heilung. A lesson taught is a lesson learned. So. Rasenfeinde. Okay. Eine Riposte. Können wir aber wegmachen. Das probieren wir doch glatt mal. Kein Gegenschlag. Sehr schön. Der Auftakt war in Ordnung.
So, jetzt werden wir auch hier wieder den einen Stress in Kauf nehmen. Eigentlich will ich seine Posten gern nutzen, aber wenn... Erstmal standhaft bleiben, damit ihm das auch was nutzt. War eine wichtige Entscheidung. So, dann kritten wir dem ins Gesicht rein. Er ist down. Er pangelt sich hoch. Er pangelt sich auf. Ja. Auch sie meine ich, Verzeihung. Ich sage es immer wieder falsch. Ja, Schutz, das ist gut. So. Dann holen wir hier die Hinterlist drauf. Heilen hier einmal Stress. Arbeiten damit. Heilen wir hier nochmal hoch. Noch ein bisschen Damage. Todes. Ja, oh, Alter. 11 Schaden trotz Blocken, ey. Naja. Er hat Lepra. Warum auch immer er Lepra hat. Na komm, wir probieren es. Ich glaube, es geht schief. Sage ich euch, wie es ist. Aber wir probieren es. So, was man wohl machen muss, ist das Ding hier ständig angreifen. Ja, geht auf Angriffe. Genau, jetzt muss man so. Und der Erde bewegt sich was. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwie so funktioniert es. Dass man dafür sorgt, dass halt dieses krasse Verwurzeln nicht kommt. Aber genau weiß ich es nicht, sage ich euch, wie es ist. So, warte mal, der hat gegen Schwächung relativ hohe Immunität. Das heißt, ich glaube, wir werden mal mit dem langsamer machen gar nicht arbeiten. Ah, gewechselt. Ah ja, okay. Beauty. So, dann würde ich sagen, wir gehen auf Vergeltung.
Ja, weil so kann man nicht verhindern, dass sie alle eingewurzelt sind und dann einfach vor sich hin stirbt. Ah ja, okay. Sehr schön. Ob das jetzt wirklich besser ist, ich weiß es nicht. Strength dwindles. Ich muss dich gleich mal heilen. This wound at least has been tended to. Kann sein, dass mein Damage Output nicht hoch genug ist. Wir sind alle schon ziemlich gestresst. Warte, dann machen wir erstmal Folgendes. Zack. So, wir müssen mal. Dann machen wir einmal so. Und so. Dafür kriegst du so halt sehr viel mehr Stress, ne? Weil der Kampf einfach viel länger dauert. Weil, für Leute, die die früheren Folgen eventuell nicht gesehen haben, was passiert ist, wenn der einen hier voll einwurzelt, bis Rang Nummer 3, dann sind die für mehrere Runden einfach gefangen da drin. Und du kannst nichts dagegen machen und sie werden die ganze Zeit verletzt und kriegen Stress. Okay! Sure! Aber ich weiß halt gerade wirklich nicht, ob das so gerade wirklich besser ist. Offen gesagt. A small reprieve from this carousel of horrors. Collaboration confers advantage. Kann sich leider erst in einer Runde wieder heilen und ich muss eigentlich da hinten angreifen gleich. A slow dissection.
an unavoidable end. Müssen das noch retten? Nein! Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob das DPS-Race nicht besser ist, was ich vorher gespielt habe. Ich weiß nicht, ey. Also gefühlt läuft es gerade schlechter, als ich einfach nur draufgehauen habe. Vor allem jetzt bin ich trotzdem an dem Punkt, dass ich im Hintertreffen bin die ganze Zeit. Das ist doch scheiße. Nee, also den mag ich nicht. Den mag ich überhaupt nicht. Den werde ich in Zukunft, glaube ich, meiden. Also, weil es hieß eigentlich, zweimal in der Runde hier hinten angreifen reicht. So, und jetzt bin ich aber trotzdem in der Lage wie vorher. Und habe gefühlt, lief es nicht besser, als wenn ich einfach nur drauf blocke. Stand fest! Jawohl! Ein Lichtblick. So lächerlich, ey. Nun, letztendlich bin ich jetzt doch wieder beim DPS-Race irgendwie so. Nein, seid doch mal standhaft, Leute. Oh, die Beziehungen waren so gut. Shit. Damit ist der Run quasi vorbei, kann man sagen. Natürlich ist er toxisch. Och man. Hätte ich ihn mal einfach nicht gemacht, den Scheißboss. Fight through the fatigue. Ja, weil dadurch, dass ich heilen musste, konnte ich halt manchmal... Also man braucht, glaube ich, drei Leute mindestens hier hinten treffen können. Sonst, ja. Sonst schafft man es nicht. Weil man sonst trotzdem irgendwann ins Hintertreffen gerät. Ja, ich meine, wir können Vestal noch nehmen, aber die ist halt von der Heilung her im Vergleich einfach unfassbar schlecht. Zumindest im Moment noch. Ja, scheiße. Shit, shit, shit. Das war die eine, wo ich sage, die hätte nicht sterben dürfen.
Anwendung auf Angreifer bei erlittenem Treffer, 2 Schaden. Halt bei erlittenem Treffer weniger Bewegung. Ja, nee. Vor allem, ich habe sogar noch Todesdingsresistenz gegeben, ne? Ich habe sogar noch Resistenz gegeben. War einfach egal. Ja. Ja. Ich bin nicht mal sicher, ob ich beim Gasthof ankommen werde, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. It is low indeed. The profit in destruction. Nee, also das hat nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also der Bibliothekar ist viel leichter. Wir werden uns dann in den nächsten Runs irgendwann nochmal die anderen Bosse angucken. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas bei, wo man sagt, das ist gut machbar. Ja, wir werden gleich beim Gasthof ankommen, denke ich. Wie kannst du nur einen aus der Gruppe heilen? Du Schuft. Ja, wir kommen gar nicht beim Gasthof an. Das ist halt bitter, ne? Es gibt so Charaktere, wenn die sterben, dann weißt du, das ist quasi durch. Ja. At last, the battlefield has claimed its due. Schade. Den habe ich mir durch den Boss versaut. Aber das ist, also er muss sagen, das ist eine beschissene Mechanik, finde ich. Vor allem ist es halt so krass, dass gefühlt die Horde-Bosse teilweise so viel krasser sind als die Endboss. Ich meine, ich habe beide Endbosse gefirst-tried von den ersten beiden Akten. Ja. Ich meine, ja, er geht, wenn du das Team so, so machst, dass du 3 hast, die hintere Reihe treffen, sodass du halt garantieren kannst, immer mindestens 2 mindestens 2
Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Genau, dass immer mindestens zwei hinten angreifen können. Dann kann es gehen. Ja, das ist. Wir nehmen die Kerze noch mit von der Schneise. Es reicht ja, dass wir ankommen. Aber ja, das ist durch das Thema hier. Das ist durch das Thema. Ja, aber ich muss sagen, also, ich bin mal gespannt, wie es jetzt die nächsten Tage bei mir sein wird, weil ich muss sagen, dass gerade meine Motivation weiterzuspielen doch extrem gesunken ist. Nicht durch diese Niederlage jetzt hier, sondern dadurch, dass dieser dritte Run ist einfach exakt dasselbe wie der zweite. Nur, dass am Ende ein anderer Endboss kommt. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass die sich jedes Mal irgendwie was anderes ausdenken, wisst ihr? Also irgendeine kleine neue Mechanik oder einen neuen Clou oder andere Voraussetzungen. Aber es ist ja exakt dasselbe. Zwei Meisterschaftspunkte am Anfang und so weiter. Es ist wirklich exakt dasselbe. Auch zumindest bis jetzt keine neuen Gebiete, sondern dieselben, die man schon hatte. Also es ist einfach exakt derselbe Run. Nur halt, dass am Ende ein anderer Boss kommt wahrscheinlich. Vielleicht habe ich auch noch irgendwas nicht gesehen, aber ganz ehrlich, wir sind jetzt schon wieder 2 Stunden drin im Run. Und wenn dann das Neue halt nur ganz am Ende ist, weiß ich nicht. Ah komm, hier, wir holen uns noch einen Nervzusammenbruch. Let's go. Nö, standfest ist er wieder. Er gibt nicht auf. Ach, er hat wieder Spott drauf. Mann, ist das nervig. Aber ich glaube, an sich ist die Gruppe wirklich ganz gut. Ja, weil so diese Kombi aus vorne dem Tank, der alles auf sich zieht, dem Gift-Damage, den man raushauen kann, der Heilung durch den Flagellant und Pestdoktor, dass er sich so hochbuffen kann, um dann super geheilt zu werden, da ist viel Schönes dabei. Da ist viel Schönes dabei. Na, also allein die zwei halten sich, dafür, dass sie zu zweit sind, halten sie sich verdammt lange. Natürlich widerstehen beide, of course. An interminable conflict.
a foothold out of this mire. Now climb. Er hat kein Gift mehr drauf. Fight through the fatigue. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade noch so extrem kämpfe. Es bringt halt einfach gar nichts. Aber gut. Man will ja nicht einfach aufgeben, nicht wahr? Ah, beim dritten Mal hat er den Nervenzusammenbruch. Jetzt ist es soweit. At last, the thing is finally passed on. Ja, er war 20. Sweat-soaked brows, unsteady stances, exhaustion takes hold. Wir geben nicht auf. Er hat Spott und heilt so viel, super geil. Warte mal, haben sie keine normalen Angriffe? Kann das sein? Doch, okay. Kann man sagen, irgendwas haben die mich doch angegriffen. Er will einfach nicht sterben. Aber ich krieg halt den auch nicht tot. Er hat Sport und ich kann ihn nicht tot kriegen. Mit dem Crit. Aha. Klar, das funktioniert. Nein! Oh, es ist ein Unentschieden geworden. Es ist ein Unentschieden geworden. Naja. Gut. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin... Dass der dritte Run jetzt so exakt gleich ist, das finde ich jetzt gerade schon sehr demotivierend, ehrlich gesagt. An ocean of emptiness, slowly swallowing the world. So, hier hatten wir alles, was wir wollten. Resourcefulness will ensure you survive it. Tja, jetzt ist die Frage. Schalten wir erstmal alle Sachen frei, oder leveln wir jetzt einen Helden rein? Look to those who have known fear and failure in ample portion. Ah, okay, hier kann man voll auf Heilung gehen, sozusagen. Auf Nahkampf und Heilung. Erstmal das hier. Was haben wir jetzt alles? Entschlossenheit, mehr Widerstand gegen Tod. So, ein Accessoire, Fähigkeit im Nahkampf hoch und Heilkräuter. Wenn Heilkräuter ausgerüstet sind, ist die Heilung deutlich verbessert. So, dann haben wir Wundärzten als Pfad, mehr Leben, mehr Schaden im Nahkampf und ich heile mehr. 33% mehr, das ist schon ziemlich gut, aber mein Gift ist quasi wirkungslos. Dann ist sie halt quasi wirklich komplett auf Heilung und so weiter ausgelegt. Sauberkeit, Widerstand gegen Krankheiten. Erstes Experiment. Gift ausgerüstet. Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Was meinen sie mit Gift ausgerüstet? Ich nehme an, sie inflicted, oder? Dass inflicted falsch übersetzt wurde. Wenn ich dem Gegner Gift zufüge. Anwendung bei Treffer. Fähigkeit verwirrender, also wenn ich mit verwirrender Knall treffe, wird der Gegner zu 50% vergiftet. Jetzt dieser Schnitt macht weniger... Macht keine Blutung mehr. So. Alchemistenpfad.
Weniger Leben. Pff. Mehr Widerstandsdurchdringung. Crit-Chance beim Gifttauch und Widerstand gegen alles hoch. Boah, aber weniger Leben. Obwohl, man kann das mit Brot ausgleichen. Das ist, glaube ich, ziemlich... Das ist schon ziemlich gut. Das merken wir uns mal, die Alchemistin. Noch mehr Todesstoßresistenz. Mehr Widerstand gegen Gift. Lagerraumschlüssel. Wenn ich Vorsorge mache, kriege ich ein Schild. Und bei ermutigender Dunst wird das Ziel auch geheilt. Gefechtsmedizin heilt weniger. Nein. Und Ärztin. Also, Gifttauch macht 2 weniger Giftschaden und Blutfähigkeit weniger Gift. Okay, verwirrender Knall, Abwehr, Widerstandsdurchdringung. Vorsorge macht... Achso, Vorsorge macht auch weniger Stress, Widerstand gegen Stress. Ermutigender Dunst gibt Angriff und verwirrender Knall macht den Gegner schwächer. Also wenn, würde ich denken, ist wahrscheinlich wäre Alchemistin so mein Ding. Mehr Widerstände gegen alles. Crit-Chance beim Gifttauch. Und mehr Giftdurchdringung. Das wäre, glaube ich, so das. Oder wenn man sie halt komplett als Heilerin ausspielt. Okay, also wie gesagt, ich muss sagen, ich finde das System nach wie vor cool. Hier mit den Freischaltungen und so. Sehr viel besser als früher war. Aber... Our pastoral retreats were always welcomed by the hardy folk of the fields. Aber ich weiß nicht. Also ich finde jetzt gerade... Also, weil kann sein, dass es ganz am Ende noch kommt, aber selbst dann musst du jedes Mal 2 Stunden spielen, bis das kommt, was den dritten Run besonders macht. Wisst ihr? Ja, das finde ich schon weird. Also, das wirkt irgendwie, als wäre das Konzept nicht weitergedacht worden ab einem bestimmten Punkt. Man fährt durch dieselben Gebiete, man hat dieselben Gegner, man hat dieselben Bosse. Ach guck mal, jetzt darf ich auch wieder andere nehmen. Wahrscheinlich, weil meine Helden tot sind. Weiß ich nicht. Also das finde ich sehr weird. Also weil jetzt gefühlt spielt... Also ich nehme an, dass ich jetzt dann im Prinzip jedes Mal einfach den komplett selben Run spiele, nur mit einem anderen Endboss. Weiß ich nicht. But I sensed his designs extended well beyond the theoretical. The crossroads, where lost souls hope to find their way. Wirkt irgendwie nicht komplett zu Ende gedacht, finde ich. So, wir probieren das jetzt mal. Also, ich bereite die nächste Mal natürlich trotzdem noch vor. Also, wir machen sie als Alchemistin. So. Indiscriminate science. Stains the surgeon's hands. Mir hat die Kombination eigentlich so grundsätzlich ganz gut gefallen. Die Frage ist halt, welchen Horde-Boss man damit gut klein kriegt. Aber so grundsätzlich fand ich die Kombination eigentlich ganz gut. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Hunted, harried, a fugitive seeking to outpace the past. Ich überlege, ob ich doch auf Adalas gehe, weil hier ist der Schaden natürlich schöner und man kommt, obwohl man kommt zurück. Oder wir nehmen sie rein. Also da würde ich so komplett auf Self-Sustain gehen. Damit könnte man es auch sogar glatt nochmal probieren. Weil dann habe ich 3, die da hinten angreifen können. Ja, aber da ist natürlich sehr viel weniger. Wir haben halt kaum noch Gift, ne? Das ist halt das Problem. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch... Man kann natürlich auch... Das hier nehmen. Da hat sie mehr Leben und ihre Nahkampffähigkeiten machen mehr Schaden. Und sie heilt mehr.
Dann musst du halt das Gift komplett rausbesorgen. Gehst halt auf den Schlitt. Jetzt dieser Schlitt. An dritte Position. Könnten wir auch mal probieren. Aber das machen wir dann wann anders. Erstmal würde ich sagen. Oder wir probieren das. Sie komplett als Heilerin auszuspielen. Da wäre quasi jetzt Wundärztin. Und dann nimmt man die Giftdinger komplett raus. Sondern den Dolch rein. Dann vielleicht. Dann vielleicht. Doch den Magnesiumregen. Und das. Dann die beiden Heilungen. Man kann natürlich auch überlegen, die Buffs hier noch mitzunehmen. Probieren wir mal so. Und dann an vierte Position. Entweder sie, um Gift auch noch mit drin zu haben. Oder gehe ich jetzt doch bei ihm hier. Ja, weil er hat ja auch noch so ein Ding, wo der Nahkampf halt super gut wird, ne? Können wir natürlich machen dann, ne? Oder gehe ich anstatt auf Hinterlist, gehen wir auf Aderlass. Dann gehen wir jetzt voll auf Blutung mit den beiden. Und dann vielleicht hinten doch sie rein als Heilerin. A sister of battle. Repudiated, but unbound. Let's try. Ich meine, wie gesagt, der Aspekt macht halt ungebrochen Spaß, ne? Dieses Sachen ausprobieren, die Skills freizuschalten, Stück für Stück zu schauen, was Sinn ergibt und was nicht und so. Das ist schon nach wie vor cool. So, Sturm ist der diesmal. Du bist Häusler. Du bist Reiher. Und du bist Tilly. Let's go. Das macht schon nach wie vor Spaß, ne? So ist halt nicht. Aber es ist halt, ja, es ist halt wirklich schade, dass es so gleich bleibt einfach. Na gut. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit diesem Projekt mache. Wahrscheinlich werde ich so machen, dass ich die Folgen einfach mal aufnehme und dann schaue, ob ich jeden Run hochlade oder vielleicht nur, wenn ich bei Bossen angekommen bin. Auf der anderen Seite schadet es ja auch nicht, wenn man es einfach hochlädt. Vielleicht spiele ich es aber auch ein bisschen privat einfach weiter. Ich weiß es noch nicht. Also das finde ich ist jetzt so, ich war bisher echt angetan. Das ist jetzt so das Erste, wo ich sage, das könnte ein Dealbreaker sein. Dass der dritte Run einfach exakt derselbe ist. Ne? Weil der zweite war noch anders genug. Weniger Meisterschaftspunkte, längerer Run, neue Gebiete kamen rein und Run 3 ist einfach exakt dasselbe. Ist exakt dasselbe nochmal. Gefühlt nicht mal schwieriger. Also ich habe es jetzt einfach nur durch den Boss verkackt, aber gefühlt ist es nicht mal schwieriger. Naja gut, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.